Hey, yo zusammen und herzlich willkommen zu Let's Play der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs, Ringkrieg, nach wie vor mit den Orks. Jetzt hätte ich beinahe das Intro in Englisch gemacht, weil ich zuvor Starcraft aufgenommen habe. Yay! Yeah. Und zwar eine ganze Menge. Okay, das ging schnell. Schwuppsdiwupps sind wir da. Wir haben noch Schlachten zu schlagen, so wie es aussieht. Oh ja, da habe ich eine ganze Menge Schlachten übrig gelassen. Fangen wir an mit Bruchtal. Das kann jetzt schon sehr, sehr lange dauern. Bruchtal wird nicht ganz easy. Gegen drei Leute ohne Helden. Nur mal schauen, wie das wird. Also easy wird's nicht. Ist schon mal klar. Aber na gut. Dann müssen wir mal gucken. Wird schon irgendwie werden, denke ich mal. Das Auge beobachtet uns. So, was haben wir? Das haben wir. Dann brauchen wir noch eine Orkhöhle. Irgendwo da hinten ist auch noch eine. Das ist schon mal sehr nützlich. Kann ich wieder alles nehmen? Ja, sehr gut. Dann schauen wir mal, ob wir das hier einnehmen können. Vermutlich nicht. Aber man kann es ja mal probieren. Den Rally Point nach vorne. Boah, da so hin. Und da gucken wir mal. Mehr Tunnel. Vielleicht baue ich auch gleich noch ein Sägewerk. Eine Investition in die Zukunft. Das könnte sich lohnen. Ja, bauen wir hier ein Sägewerk hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Haltet eure Messer bereit. Okay, das passt. Dann schauen wir mal, ob wir das Leuchtfeuer einnehmen können. Ne, warte mal. Das bauen wir irgendwo anders hin. Ja, da ist gut. Ah, Teleportation erfolgreich. Sehr schön. Perfekt. Ich weiß noch nicht, wie der da hingesprungen ist, aber EA hat einen guten Job gemacht mit dem Scripting hier. Mit der Programmierung. Das ist echt stark. Dass sich die Leute hier so hinflupsen können. Fällt mir. Ah, wo bauen wir noch? Da bauen wir noch. Dann gehen wir da runter. Ah ja. Er rennt mal da lang. Dann geht der hinten hin. Das können wir zerstören. Die meisten Bogenschützen müssten sterben. Sehr gut. Und da greifen wir auch noch schön an. So, das zerstören wir. Ihr werdet abgeschossen. Und solltet euch mal da ein bisschen drum kümmern. Bauen wir hier noch. Was haben wir da? Urukai. Ich suche nach wie vor den Baumeister. Da ist er. Den sollten wir töten. Na, schafft's das? Schafft's das? Ja, sehr schön. Dann bauen wir noch Spinnen. Das nimmt er mir jetzt weg, aber das passt schon. Das hole ich mir gleich wieder. Dann greift er dann den Malornbaum an. Mit Bogenschützen geht es zwar nicht so schnell, aber das passt schon. Besser, sie machen jetzt Schaden als später gar keinen. Ja, kommt, greift die mal an. Ah, mein schönes Sägewerk. Ich glaube, die Investition hat sich nicht gelohnt. Leider. Nee, das wird zerstört werden. Schade, schade, schade. So, ihr müsst da nicht hinterherlaufen. Ihr greift jetzt da an. Ihr greift dort an. Spinnennest ist fertig, das ist gut. Naja, die Minen werden angegriffen. Was ist denn man hier? Macht's mal den da. Ah ja. Hier ein bisschen Gift draufhauen. Dann können wir da noch bauen. Da noch bauen. Und dann rennen sie alle da runter. Vom Geld her schaut's ganz okay aus bisher. Ich würde gerne das Spinnennest erweitern. Sobald ich die Kohle habe. Den Baumeister können wir töten. Sehr schön. Gibt auch gut Geld. Dann die Fledermaus nach vorne schicken. Habe ich jetzt das Spinnennest erweitert? Ja, wird erweitert. Sehr gut. Bauen wir noch einen Tunnel?
Da unten hin. Da noch das Teil. Sägewerk können wir wieder bauen. Da hat's einen Nutzghoul. Baumeister töten. Und sobald... Da ist der Nutzghoul. Der muss weg. Da wollte ich ein Sägewerk haben. So. Wir haben hier noch ein bisschen Gift übrig. Für den Nutzghoul. Ja, der ist in Stufe 6. Der stirbt sehr schnell gegen die ganzen Pfeile. Gibt auch gut Geld. Oder gar keins. Alles klar. Schade. Ich hole mir mal einen neuen Baumeister. Und dann bilden wir hier nochmal aus. Sieht bisher ganz gut aus. Nochmal ein bisschen Giftpfeile machen. Ein Bogenschützenbataillon holt sich den Turm wieder. Da können wir noch bauen. Und ich glaube, ich baue gleich noch ein zweites Spinnennest. Oder eine Kluft. Eine Kluft wäre gut. Ja, bauen wir eine Kluft. Ich glaube, das macht Sinn. Die nehmen das jetzt ein. Die können hier vergiften. Kluft kann man noch bauen. Da fällt mir ein, ich könnte hier mal das Tor aufmachen und mir den Vorposten holen. Das machen wir jetzt einfach mal. Ah, ich lasse sie ja im Reitermodus. Das ist, glaube ich, besser. So, ein bisschen Unterstützung. Könntet ihr den Baumeister bitte töten? Das wäre super. So, bauen wir hier jetzt mal Türmchen. Nimmt mir schon wieder alles weg hier. Passt schon. Was haben wir hier jetzt? Da noch ein bisschen Gift. Da noch ein bisschen Gift. Da hat es das Sägewerk. Na komm. Tötet sie doch. Kann nicht so schwer sein. Wow. Das ist jetzt nicht so schön. Da holen wir uns noch eine Kluft. Ich meine, da bilden wir jetzt aus. Erstmal. So, einen Baumeister haben sie leider getötet. Bauen wir hier noch so ein Dings. So, einnehmen. Da greifen wir an. Vielleicht sollte ich die Schwertkrieger auch mal ausbilden, weil die haben diese Fähigkeit des Überrennens. Und schlecht ist das eigentlich auch nicht. Ah, Mist. Das war dämlich. Aber es sieht eigentlich ganz okay aus. Ich glaube, das kann man schon ganz gut verteidigen. Der sollte in Deckung gehen. Ach komm, Grima. Stirb. Irgendwann ist Schluss. Der ist schon Stufe 7. Ist natürlich nicht schlecht. Da können wir mal darüber rennen. Da ist ein Held gestorben. Kommt schon, Spinnen. Vorwärts. Schön drüber rennen. Na also. So, dann können die angreifen gehen. Das können wir nochmal angreifen. Ich baue jetzt mal ein Schatzlager. Ich glaube, das macht Sinn. Dann bilden wir da nochmal aus. Und da nochmal aus. Okay, das haben wir verteidigt. Da können wir die Fledermäuse gut brauchen. Wieder ein bisschen... Oh! Der hat Dunkelorkkrieger. Die sind natürlich ein bisschen stärker als die normalen Orks. Aber das geht schon. Mit den Spinnenreitern ist das alles kein Thema. Wir machen einfach richtig guten Schaden. Und solange die Spinnenreiter nicht über die Lanzenträger da drüber rennen, ist auch alles in Ordnung. So. Jetzt macht er hier ein bisschen gleißendes Licht. Das ist nervig, aber auch nicht so schlimm. Da greifen wir an. Da greifen wir an. Da greifen wir an. Die rennen dort lang. So, Schatzlager ist fertig. Äh,
Joa, bauen wir hier noch. Das müsste schon gut ausgehen. So. Ein paar Warge haben sie da, ah ja. Ah, und sie haben das Gasthaus eingenommen. Nun denn. Das macht aber nichts. Joa, Wächter gegen Wächter, kann auch ganz lustig sein. Machen wir einfach mal. Ich brauche halt wirklich, und ist das Gute, nur drüber spammen über den Gegner. Weil ich so viel Zeug habe. Weiß ich gar nicht, wie er das schaffen will. So, das nehmen wir ein. Wächter gegen Wächter ist lustig. Dann können wir jetzt hier ein paar Upgrades machen. Ein paar Bannerträger. Verschwendet ist das schon mal nicht. Und dann machen wir das Schatzlager noch ein bisschen erweitern. Wie viele Gegner sind denn da? Alle drei, okay. So. Jetzt lass mich nur mal gucken. Ich ziehe mich jetzt mal zurück. So ein bisschen zumindest. Ja, so ein bisschen. Und weil dann kann ich hier alles upgraden. Das macht, glaube ich, Sinn. Geschmiedete Klingen sind fertig, das ist sehr schön. Dann können wir da noch mal ausbilden. Boah, passt schon. Eine Festung haben sie gebaut, das ist okay. Dürfen sie. Es sei ihnen gegönnt. Ah, gleich kann ich dann den Balrog rufen, zusammen mit dem Drachen. Das sollte mir auch enorm weiterhelfen. Und wie gesagt, hier gucken wir gerade mit den Upgrades. Boah, boah, boah. Genau, rufen wir da noch mal Leute hin. Ah, gibt schon auf. Sixt. Dann schaue ich, dass ich einfach noch so viel Zeug wie, wie möglich hinbekomme. Und fertig ist. Relativ easy. Okay. Also, wir haben im Bruchtal 1000 Soldaten ausgebildet. Also 1000 Kommandeurspunkte knapp. Ein bisschen ausgerüstet und verteidigt. Ich würde mal sagen, das war es definitiv wert. Das ist nicht zu schwer gewesen. Und dann gucken wir mal. Wo müssen wir noch kämpfen? Dunland. Das müssen wir verteidigen. Da habe ich nur Spinnen, keine Helden. Es ist keine Festungskarte. Könnte schwer werden. Mit nur 4 Spinnen. Wenn die ausgerüstet sind, geht's vielleicht. Ansonsten wird es difficult. Dann wird es ziemlich schwer. Da muss man jetzt schauen. Aber okay. Das sehen wir dann schon, wie es ist. Und dann mal gucken. Wird schon irgendwie, denke ich mal. Alles klar. Und sie sind nicht ausgerüstet. Sehr schön. Dann bauen wir jetzt erstmal eine Festung. Weil damit müsste ich arbeiten können. Er hat nämlich bloß Helden, das heißt, geht schon. Mit den Kommandeurspunkten hier. Das müsste gut gehen. Die sind das da. Die rennen dahin, die rennen dorthin. Die da runter, die da runter. Und dann gucken wir mal. Ah ja, einen Baumeister haben wir schon getötet. Perfekt. Findet man einen zweiten? Das wäre natürlich gigantisch. Wenn ich den zweiten Baumeister finde. Ein Gasthaus. Na, will ich eigentlich gar nicht besetzen. So, der Eomer ist natürlich nicht schwach. Wo bauen wir noch? Hier noch. Okay, ich möchte auf jeden Fall die Gasthäuser zerstören. Weil ich will nicht, dass der Gegner da frei ausbilden darf. So, dann können wir das upgraden. Die Festung wird bald fertig. Bauen wir noch ein Ork-Hort. So, der Eomer nervt schon wieder.
Aber solange er da nur so rumhampelt, ist alles in Ordnung. So. Ja, nee, nimm's mal alles Geld mit. Gut. Bogenschützen. So, da brennt's immer noch. Okay. Bauen wir noch eine Kluft. Festung ist fertig, das ist sehr schön. Dann können wir hier Türme bauen. So, das zerstören wir. Ist er jetzt alleine? Nein. Ah ja, da ist ein Baumeister. So, wo ist er? Da ist er. Den töten wir sofort. So. Jetzt muss ich nur noch gucken. Okay, da können wir drüber rennen. Das ist schon mal sehr gut. Aber ich suche genau. Baumeister und Kaserne. Das muss ich vernichten. Das könnte wichtig sein. So, der hat hier Phalangen. Das ist jetzt natürlich doof. Ich versuche die mal zu retten. Halt. Der zerstört mir hier Zeugs. So nicht. Ja, das dürfen sie. Das ist nicht schlecht. Warge, gib Geld. Da unten noch einen Tunnel bauen. Oh, was die Zwerge an Schaden machen. Nicht schick. Ah, der Eomir schon wieder. Schauen wir mal, die senden wir jetzt einfach mal so durch die Gegend. Und dahinter bilden wir ein bisschen aus. Jups. Okay. Die Spinnenreiter auf Bogenschützenmodus und das Ding einnehmen. Die greifen da an. Hier geht's mal da in Position. So, wo sind sie jetzt? Ah. Oh, aber das macht gut Schaden hier. Der ist irgendwie vergiftet. Dann machen wir das. Das lassen wir jetzt. Die Spinnen sterben da jetzt. Das ist aber in Ordnung. Okay. Das müsste passen. Ah, der Prinz Brand überlebt das. Naja, okay. Pech gehabt. Ah, Phalang und den ganzen Mist. Das ist nicht gut. Ich werde noch ein Türmchen brauchen. Und dann natürlich ausbilden, ne? So, den retten wir, indem wir ihn nach unten schicken. Und zwar über das Tunnelgangsystem. Ich kann bald Truppen rufen, das sollte mir helfen. Und dann wollen wir mal hier sehen, bauen wir noch was? Natürlich. So. Ich bin noch ein bisschen unschlüssig, aber ich glaube, ich versuche das hier zu verteidigen. Ja. Das kann man auch versuchen zu verteidigen. Läuft gerade nicht so gut. Macht aber nichts. Dann bauen wir da noch einen Tunnel hin. So. Ist das... Ah, das war der Eomer. Sehr schön. Gut, die Orks können oben rumgehen. Vielleicht ein paar Gebäude vom Feind zerstören. Ein bisschen Harassment betreiben. Der kann sich verstecken und der baut weiter. Das Feuer hat hier aufgehört. Das ist gut. Ah, ja, nee, da. Ah ja, guck mal einer an. Da ist schon wieder ein Hero. Dann bauen wir nochmal ein Türmchen hier. Wie heißt es? Pfeilturmerweiterung? Pfeilgruben. Naja. Nach einer Grube schaut das für mich nett aus. Jetzt rufen wir hier erstmal lauter Leute. Müsste gut gehen. Spinnenhammer, ja. Die töten bitte das Zeugs dort. Dann geht's ihr in den Tunnel. Weil... Ah ja, siehst, da können wir schon harassen, das ist sehr gut. Bringen wir alle hier raus.
Und der baut einen Tunnel dort. Dann können wir hier jetzt... Ah, warte mal. Ah, Fledermaus-Upgrade. Das sollte mir helfen, ein bisschen mehr zu sehen. Okay. Die haben wir besiegt. Sehr schön. Dann schicken wir nochmal welche nach oben. Immer schön die Höhlen benutzen, weil die sind so nützlich. Also wenn man Orks spielt oder Zwerge, dann denke ich, dass es Pflicht ist, die Höhlen zu benutzen. So gut es geht. Weil die geben einem so viel Mobilität. Das ist echt unglaublich. Und es wäre ziemlich dämlich, das nicht auszunutzen. Um halt einfach anzugreifen, Gehöfte an den Seiten zu zerstören und so weiter. Guck mal einer an. Da können wir uns ein paar Warge holen. Können wir auch noch ausbilden, wieso nicht? Schade der nicht. Na, dann nehmen wir das ein. Die wieder alle da rein. Dann bauen wir hier noch einen Tunnel. Dann schicken wir hier zwei Leute hoch. Ich glaube, ich baue hier jetzt noch einen Tunnel. Und hier können wir noch... Ah ja, siehst. Geht schon. Die wieder in den Tunnel rein. So. Bisher stehe ich ganz okay da. Ja, ja, der Feind. Wir gehen ein bisschen defensiv. So, rein da. Rein da, alle in den Tunnel. Dann bauen wir da noch. So. Die gehen da raus. Tunnel können wir noch hier hinbauen. So. Dann die vergiften und die vergiften. Hier gibt es jetzt gleich den Wächter. Na komm. Na also. So, Wächter. Den Wurm, den bringen wir jetzt hier hin. Da rein. Ah, guck mal einer an. Sowas probieren die da. So sneaky hinten rein. Aber das ist nicht mit mir. Nicht mit mir. Ah, bilden wir nochmal ein paar Warge aus. Because why not? Ich habe das Geld. Geld, Geld, Geld. Feuerpfeile und das können wir erweitern. Und dann mit Shift-Click rüberrennen. Die dort raus. Und wie ihr sehen könnt, ist das alles überhaupt gar kein Problem. Das ist so easy. Gut, ich habe natürlich auch eine Menge Ländereien und deswegen auch eine Menge von diesen Fähigkeitspunkten. Aber nichtsdestotrotz, ne? Nichtsdestotrotz. Da kann man schon ganz gut ausbilden hier. So. Klüfte wurden erweitert. Höhlentroll. Nee. Aber ich könnte die Feuerdrachen bald rufen. Das können wir probieren. Machen wir noch Kokon. Wieso nicht? Wenn ich das Geld gerade übrig habe. So. Und die Baumeister kommen jetzt zurück. Ich habe mich jetzt genug ausgebaut. Genau, die kommen da raus. Da, guckt, perfekt. Die kommen da an und werden sofort begrüßt. Er ist halt wirklich perfekt. Und dann können wir hier die noch rufen, die Spinnen noch rufen, nur zur Unterstützung. So, die Fledermäuse, die fliegen jetzt da hoch. Das Ding hat er zerstört. Dann nehmen wir es mal wieder ein und bauen es auf. Weil an Geld mangelt es mir gerade wirklich nicht. So, Kokor fertig, dann kann ich den Drachenhort bauen. Hotkey D. D für Drachenhort. Na komm, klick, 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 klick. There we go. Easy. Die Kaserne können wir zerstören. Ja, das ist gewonnen. So, die nehmen das ein. Bauen wir noch einen Höhlentroll. Ist wurscht. Was auch immer ich an Truppen bekomme. Ist alles nützlich, besser als nix. So, dann lassen wir hier
Ah, die Fledermäuse sind gestorben. Fertig. Und das war's. Easy as, keine Ahnung, aber das war auch relativ einfach. Und bisher müsste es eigentlich ganz gut ausschauen, wenn ich jetzt guck. Schauen wir gleich mal. So, wie schaut's hier aus? Ja, Einheiten, Territorien, das ist easy. Also, ganz im Ernst.